TV mit 2 Siegen gestartet. Gegen Erding und gegen Buchlohe. Und die Peißenberger knapp verloren gegen Buchlohe. Und dann mit einem 5:4 nach Verlängerung gegen Kempten. Pepo Frank, Bobby Slavicek. Schlag mit dem Schlagschuss, Tor! 1-0 für den TV. Dusan Frosch jubelt ohne Schläger. Möglicherweise nur abgefälscht, oder? Ja, richtig, ja. TV jetzt interessant mit Slavicek, Kokoska, 2 Stürmer da in doppelter Unterzahl. Und das Tor für Peißenberg! Manuel Singer mit dem Ausgleich in doppelter Überzahl. Hüsken. In der Mitte wäre Grabmeier. Viertel zu weit draußen der Pass. Wieder Max Hüsken in Richtung Franz Mangold. Tor! Die erneute Führung für den TV. Hüsken auf Mangold. Das haben wir doch schon am vergangenen Sonntag gehabt. Wieder schöne Vorarbeit von Max Hüsken und Mangold mit dem Tor. Von hinter dem Tor wieder Füßgen, hinten wäre Grabmeier. Füßgen hält die Scheibe, super Tor! Stiebinger mit dem 4:2. Bisschen ist Heisberg wieder zu fünft. Und die Möglichkeit nach der Schnelldrehung, schöner Pass in den Slot, toll rausgespielt das Tor. Der TV dann teilweise in der Defensive auch zu nachlässig. Und da gibt es diese Chancen. Und Tor für Peißenberg. Der Frühausgleich im letzten Drittel. 4:4. Kokoska! 1:0 Schuss. Sertl, der Keeper, müsste eigentlich jetzt mit diesem Angriff vom Eis gehen. Jetzt schaut er auch zur Bank. Schaut immer noch. Weiß, wer kommt. Tor ist leer, 6. Feldspieler ist drauf. Singer. Möglichkeit für Kokoska auf Ventilico. Kokoska wird da gecheckt. Oh, behauptet sich super. Kokoska, klasse. 6:4 für den TV. Doppelpack beim Comeback von Philipp Kokoska. Und dass er da nicht zu Boden gegangen ist, sondern sich nochmal berappelt hat. Das war richtig stark von Philipp Kokoska. Noch einmal mit Hüsken. Erneut heute 2 direkte Torvorlagen. Super Spiel von Max Hüsken. Und für mich so einer der Gewinner der ersten 3 Spiele. Letzten Sekunden ticken runter. Heimsieg Mürzburg. Der TV schlägt die Eishack Klaus Peißenberg mit 6:4. Andi, von dir auch noch mal kurzes Fazit.